schnell den Karren aufstellen. Der Baum, den du gemeint hast, der steht noch, das ist der. Ah ja. Das ist der. Eben, diese beiden Bilder da, Nummer 83 und 84, bin ich hinter dieser Feuerstelle gekniet und habe über die Feuerstelle, über diese Bäume hinweg fotografiert. Da. Die Bäume, die sind jetzt natürlich um einiges höher, als sie damals gewesen sind. Willi, kannst du mal genau schildern, was damals geschah? Ja, die Semjase, die hat mich hierher bestellt, um Fotoaufnahmen zu machen. Und da war niemand in der Gegend, keine Menschenseele. Und dann hat sie sich hier in verschiedenen Positionen hingestellt und ich konnte die Fotos machen. Die ersten Fotos, die habe ich gemacht hier hinten von diesem kleinen Hügel, als ich hier gestanden bin, wo wir jetzt stehen. Und die nächsten Fotos, die sind meines Wissens diejenigen hierüber gewesen, über die Bäume hinweg, und die anderen dann in diese Richtung. Und was war mit der Feuerstelle? Die Fotos, die ich hierüber gemacht habe, bin ich hier hinter der Feuerstelle gekniet und habe über die Feuerstelle hinweg fotografiert. Das da ist das Foto von da hinten, von dem Hügel von der ersten Fotoserie. Das sind mehrere Fotos gewesen, aber das ist noch die einzige, die ich davon habe. Und im Besitz dieses Fotos bin ich nur, weil ich in Deutschland bei einem Herrn ein Negativ zurückkaufen konnte, da meine Dias eben verkauft wurden und mir unterschlagen und gestohlen wurden. Und so musste ich verschiedene Bilder, musste ich die Negative für 10 Mark pro Stück wieder zurückkaufen. Sind aber dann eben nicht mehr die Originale gewesen, sondern Kopien. Es sind von hier, von der Aufnahmestelle bis dorthin, wo das Schiff über den Baumstämmen geschwebt hat, etwa 300 Meter. Okay, guck, tu mal so, als würdest du fotografieren. Mhm. Okay, jetzt ist gedrückt. Ist kein Problem. Das MOFA habe ich hier vor die Türe hingestellt. Eben von diesen zwei Filmen, die ich hier gedreht habe, also das sind 36er Filme gewesen, 72 Filme gesamthaft, sind heute noch etwa 10 oder 15 Bilder vorhanden. Die anderen, die sind alle gestohlen worden. Oder hat man mir eben unterschlagen bei denen, die die Fotos verwaltet haben und Kopien gemacht haben und so weiter und so fort. Denn ich habe ja meine Filme habe ich ja rausgegeben in Verwaltung von einem Gruppenmitglied, das mich nach Strich und Faden betrogen hat und Dias geklaut hat, Negative geklaut hat, Bilder verkauft hat für viele tausend Franken, glaube ich etwa 10 Franken pro Stück oder so. Und der ist dann mit seinem Bruder ein Flugzeug mieten gegangen und ist 3 Monate in Kongo runtergefahren, um Ferien zu machen mit dem Geld.
abgemessen mit einem Lasergerät von der Wild AG im Rheintal droben. Und da ist Methusalem hier gewesen, der Atlantis, Gilgamesha, meine Ex-Frau, Maria und Engelbert Wächter und Eva und Atlant und Conny Wächter. Und ich bin da hinten, wo der Silvano da hinten steht, bin ich gestanden und habe dort die Geräusche aufgenommen, die senkrecht von oben runtergekommen sind. Und hier sind sie gestanden mit einem Tonbandgerät und mit einer Parabolantenne. Und die haben die besseren Siergeräusche aufnehmen können von hier, als ich, wo direkt unter dem Schiff gestanden habe. Bei mir hat das alles verschlagen. Und hier sind die Siergeräusche richtig sauber und reingekommen. Eben bei mir ist es dann eben noch passiert, dass es mir das Tonbandgerät deformiert hat, kaputt gegangen ist und so. Da sind Leute hergelaufen gekommen, die einige Kilometer hier hinten am Wald wohnhaft sind. Die sind dann da droben auf der Straße gestanden und haben heruntergestarrt und sich gewundert, was für ein Höllenlärm das hier drunten ist. Und du und der Silvano? In der Regel ist es eben so gewesen, die Semyase ist rumgeflogen und hat geguckt, wo ein Platz zu finden ist oder wo ein Platz ist, bei dem keine Leute anwesend sind oder bei dem nicht zu rechnen ist, dass in der nächsten Zeit, in der nächsten halben Stunde oder Viertelstunde Leute in Erscheinung treten. Denn you didn't choose the moment. I mean, you just came and they were here and then it's when you took the picture. Ja. In der Regel ist es eben so gewesen, wenn ich hergekommen bin, dann musste man gleich mit Fotografieren loslegen und gucken, dass es fertig wird und zusammenpacken und weg. Denn meistens war es eben so, dass dann eben nach einer Viertelstunde, 20 Minuten oder wenn es mal lange gedauert hat, 30 Minuten, dann eben doch Leute herkamen, weil immer viel Fußgänger unterwegs sind und spazieren gehen in diesen Geländen und so weiter. Es sind Langholzstämme gelegen und etwas links davon, auf der Höhe der Stämme, ist das Schiff darüber geschwebt. Und dann flog es an einem Stück hier rum, oder? Das ist, in der Regel ist es langsam von einem Ort zum anderen gegangen, es ist also nicht gesprungen. Und dann es hier rüber? Es war ein ruhiger Flug. Zuerst ging es von dort darüber, über diese Bäume hinweg und dann habe ich sie da fotografiert. Und dann da drüben und dann da hinten droben und dann letztlich noch hier droben. Von unten habe ich sie aufgenommen mit einer Filmkamera. Ich habe meine Kamera hier auf das Treibboot gestellt und Semyase ist in der Zwischenzeit da droben in Position gegangen und ist dann droben geschwebt und dann habe ich also die Kamera laufen lassen und bin halbwegs raufgegangen und habe dann mit dem Finger hochgezeigt, wo sie schwebt. Leider sieht man das Schiff nicht sehr gut auf dem Film, denn die Distanz für die 8mm Kamera war etwas zu weit, um das besser filmen zu können.
Dieser Filmteil wurde gedreht in der Nähe des Dorfes Schmidrüti im Kanton Zürich. Leider befindet sich hier das Schiff sehr weit weg. Erkennbar ist es etwa links oben in der Bildmitte. Da hat mich Semjase hierher geführt, auf telepathischem Wege den Weg gewiesen. Und als ich dann hierher kam, habe ich hier droben die Filmkamera aufgestellt. Und dann hat sie sich hier drunten, wo jetzt das Maisfeld ist, wo früher Wiese war, hat sie sich in Position gesetzt und hat ihr Schiff dort schweben lassen. Und dann ist sie plötzlich mit dem Schiff beiseite gesprungen, einige Zeit aus dem Bild weg gewesen und dann wieder ins Bild reingesprungen. Dieser Filmteil wurde ebenfalls im Sommer 1975 in der Nähe von Rumlik und Deilingen aufgenommen. Bei diesen Filmaufnahmen wird die ungeheure Schnelligkeit des Schiffes demonstriert, das aus freiem Stand heraus urplötzlich mit wahnwitziger Geschwindigkeit nach links ausbricht. Das Schiff wird also nicht einfach plötzlich unsichtbar, sondern springt tatsächlich weg. Zeitlupenabläufe mit 30.000-facher Verlangsamung haben ergeben, dass selbst mit diesem Tempo das Schiff im Wegflug nicht sichtbar ist, weil die Wegtauchgeschwindigkeit einfach zu hoch ist. Thank you.
Und dann habe ich auch noch Fotos gemacht. Ja, ich habe einfach die Filmkamera laufen lassen. Und in der Zwischenzeit, währenddem die Filmkamera lief, habe ich dann mit der Fotokamera Fotos gemacht. Das ist auch eineinhalb Filme, um das rum war es, was ich hier geschossen habe mit der Fotokamera. Nein, es ist noch über dem heutigen Maisfeld gewesen, etwa halbwegs von hier zu den Bäumen dort runter. Das war für mich etwas ganz Natürliches, wie wenn ich irgendjemand fotografiere, der mit dem Auto vorbeifährt oder mit dem Fahrrad vorbeifährt. Das war nichts Besonderes. Ja, das sind mehrere Raumschiffe hier gewesen dann auch noch, und da bin ich oben mitgeflogen und habe von einem Schiff zum anderen fotografiert. Nein, die haben mich hochgebeamt. Was meinst du? Gib ihm mal Anweisungen, wie er fahren soll, als würdest du an einen Kontaktort fahren. Aha, ja, das ist immer so gegangen. Sie hat mir immer die Himmelsrichtung gesagt oder rechts, links. Also jetzt fahren wir da zur Hauptstraße runter und dann heißt es rechts. Bei der nächsten Straße wieder links. Etwa von diesem Standpunkt aus habe ich die Filmaufnahmen gemacht zur Straße runter. Das Schiff ist dort, wo die Grasnarbe ist, dort vorne. Geht es ein Stück runter, es ist ein Abhang, und etwa in dort ist das Schiff geschwebt. Dieser Filmteil stammt vom Sommer 1975. Aufgenommen wurde er in der Nähe des Dorfes Rumrik und Teilingen im Kanton Zürich. Wenn Sie den unteren Bildrand beobachten, dann erkennen Sie hier und da vorbeifahrende silberne Punkte. Es handelt sich dabei um Automobile, die in ca. 350 Meter Entfernung auf einer Straße vorbeifahren. Das Schiff selbst befindet sich in etwa 150 bis 170 Meter Entfernung. Durch diese Distanzangabe ergibt sich ein recht gutes Bild des Größenverhältnisses zwischen dem Schiff und den Automobilen. Ein PKW weist in der Regel 3 Meter bis 3,50 Meter auf, während das Schiff 7 Meter misst. Im Film erkennen Sie, dass das Schiff etwa doppelt so groß ist wie die vorbeifahrenden Autos, die um rund 150 Meter weiter weg sind als dieses selbst. Thank you.
Von hier, von diesem Standpunkt weg, habe ich das Schiff fotografiert, als es da drunten geschwebt ist, in etwa 250, 300 Meter Entfernung. Dort, wo die Grasnarbe ist, da ist ein ziemlich steiler Abhang. Und auf der linken Seite, wo man jetzt da die Jungbäume sieht, die waren damals noch nicht. Und das sind dann während dem Filmen unten auf der Straße, das sind etwa 500 Meter bis zur Straße in etwa, oder 550 Meter, sind dann dauernd Autos vorbeigefahren. Aber das Ufer während dem Filmen, während dem Filmen des Schiffes. Aber das Schiff war ein Stück näher als die... Das war etwa halbwegs von der Hauptstraße unten bis hierher. Dürften 250, 300 Meter sein. Ja. Eben wieder ein ganz idealer Platz, um etwas an den Wolken aufzuhängen. We need some cars there. Who did you choose to take a wide angle, to make a close-up? Ich habe einfach das normale Objektiv drauf gehabt, da konnte man kein anderes drauf machen. Ja, das ist mit demselben Objektiv. Ah ja. Ja. Und mit dem konnte ich einfach auch zoomen. Aber du hast hier nicht gezoomt? Nein, da ist es einfach immer im Stand gelaufen. Und warum? Ohne Veränderung. Ja. Und warum? Ja, einfach so. Ja. Ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Mit dem Finger zoomen. Die Filmaufnahmen gemacht habe, das ist automatisch geschehen, da habe ich nicht extra auf den Vordergrund geachtet. Das war also nicht eine spezielle Absicht oder so. Das hat sich einfach so ergeben. Nur bei der Bergrumlikon-Aufnahme, wo man sehr viel erkennen kann überhaupt, wäre es schön gewesen, wenn du mit der Kamera rangezoomt hättest. Ja, das habe ich mit dem Film ja droben gemacht, aber eben ohne Vordergrund, oder? Nee, als es hoch droben war.